Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine französische Auszeit. Wir schauen uns heute die Blissim Box an, die erste des Jahres 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich hoffe, euch geht es allen gut, auch wenn ihr nicht das Silvester oder das Weihnachten hattet, von dem ihr geträumt habt dieses Jahr, letztes Jahr, hoffe ich, dass 2024 besser wird für euch. Es ist manchmal so, dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie uns vornehmen, wie wir sie uns erhoffen. Manchmal lebt man besser damit, in den Moment reinzuleben und nicht zu planen. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Oder wie war das immer? So, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich, zufrieden und könnt motiviert mit diesem Jahr umgehen, egal wie der Jahreswechsel war. Das klingt so negativ, aber ich möchte einfach einmal sagen, es kann halt auch sein. Bei uns lief es komplett anders als geplant. Wir haben unser Weihnachtsessen am 31. Dezember nachgeholt, weil vorher einfach nichts ging. Wir mussten alles absagen. Alle waren krank. Nicht nur wir selber hier zu Hause, sondern auch wirklich alle drumherum. Und das ist halt manchmal so. So, war eine Woche im Pyjama auch mal ganz nett, ne? Abgesehen von den Nebenwirkungen. Dann haben wir halt später gefeiert. Das ist dann jetzt mal so. Wir starten jetzt verspätet ins neue Jahr. Und eigentlich ist es egal, ob wir am 1.1. mit einem neuen Leben anfangen oder am 24.2. So, wenn ihr was ändern möchtet, ändert es. Wenn ihr leben möchtet, wenn ihr genießen möchtet, wenn ihr spontan sein möchtet, dann macht es. Egal, ob es der 1.1. ist oder der 4.8. So, wir sind jetzt heute hier versammelt am 3.1. und halten heute unsere Neujahrsrede. Bitte schön, Dankeschön. Wir schauen gemeinsam in die Blissim-Box rein, unsere erste Box dieses Jahr. Es wird sich hier ein bisschen was verändern, das sagen sie alle am Anfang des Jahres, ne? Aber ich habe keinen großen Plan, dass ich jetzt weniger Boxen mache oder mehr Boxen oder. Sisi habe ich gekündigt. Es nützt nichts. Es nützt halt einfach gar nichts. Es kommen keine Antworten mehr von Sisi. Es kommt keine Werbung, keine neuen Sachen. Also als ob der Laden stillsteht. Und dann, ja, brauche ich jetzt nicht jeden Monat dann noch Geld hinschießen und immer wieder dieselben Sachen zu bekommen. Super schade, ja, aber das ist jetzt so. Heißt, Cici ist nicht mehr da. Ich werde aber tatsächlich schauen, ob ich irgendwie noch was anderes finde. Ob es jetzt koreanisches Beauty, Skincare oder auch Make-up Gedöns ist oder was ganz anderes. Ich habe gemerkt, dass ihr dieses Style and Talk total feiert. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, warum, was soll ich da machen? Euch einfach nur beim Schminken mitnehmen? Wen interessiert das? Aber vielleicht ist es einfach das miteinander reden, unterhalten. Dann machen wir das öfter. Und die Boxen, die ich habe, die zeige ich euch, ne? Alles, was ich habe, hier so ums Thema rum, zeige ich euch. Ob ich was austeste, ob ich was auspacke, ob ich mich beschweren möchte, ob ich was begeistert mit euch teilen möchte. Lasst euch überraschen. Ich habe keinen Plan und neue Konzepte etc., die ich euch hier ankündige, sondern ich möchte das einfach intuitiv machen, beibehalten. Ich habe jetzt tatsächlich 1000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Ich möchte aber nicht, dass das irgendwie groß was ändert. Ich jetzt anfange mit Kooperation oder. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne meine Codes benutzen, zum Beispiel für Blissim. Dann spart ihr auf eure erste Blissim-Box 5 Euro, zahlt also nur 11,90 € und ich kriege da auch irgendwelche Rabatte für meine nächste Box. So, andere Sachen werden hier nicht kommen, weil ich einfach noch einen anderen Job mache, der mir wichtig ist und das habe ich euch im Style and Talk schon erzählt. Und daher werde ich jetzt nicht groß etwas ändern, außer in Kontakt mit euch zu bleiben. Tada! So, jetzt aber ganz schnell. Großes Gequatsche hier am Anfang des Jahres. Wir packen die Blissim-Box aus. Sie kommt aus Frankreich, kostet 16,90 € mittlerweile. Und wenn ihr, wie gesagt, meinen Einladungslink benutzt, dann könnt ihr 5 € sparen auf eure erste Box.
So sieht sie aus. Die erste Box des Jahres. Ja, schauen wir rein. Es ist die Januar-Box und sie ist blau. Das sieht aus wie Aquarell, ne? Obwohl, es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Wackelbild. Ja, wie so ein Wackelbild, ne? Lissy, das sind echt immer ganz schöne. Auch zum Verschenken mag ich die gerne. Das Verschenken hat drin gesteckt, habt ihr es gemerkt? Ich hole mal eben schon den Barcode-Scanner raus, denn wenn wir die Box öffnen, ist das der erste Blick. Oh, das sieht schön aus. Oh, das mag ich. Das ist eine Wand und ein Fenster und die Sonne scheint durch das Fenster rein auf die Wand, seht ihr, ne? Hallo Olla 2024. Get things done. Also erledige Dinge, erledige deine Projekte, schaffe was. Das ist doch mal ein gutes Ziel. Ha, neues Jahr, neues Ich. Beginne das neue Jahr in vollem Glanz mit deiner Januarbox. Das Motto Plumpy and Glowy. Das klingt gut, oder? Das klingt doch gut. Es gibt nichts Besseres. Nee, da stehen schon Spoiler drin. Schauen wir uns nicht an. Plumpy and Glowy. Also wir tun auf jeden Fall was für unsere Haut. Und für die Feuchtigkeit, denke ich mal. Straffen, feuchtigkeitsspendend. Vielleicht sogar so ein Lip Plumper. Da wird Sassi sich freuen. Sassi, liebe Grüße dazu in dem Zusammenhang. Wir fangen mal an. Gotta plump it up. I like Pina Colada. Plumping Lip Serum. Ja, da fangen wir schon direkt an. Von Be Fresh 15 ml mit Hyaluronsäure und Kokosöl. Kann sein, dass es gar nicht meins ist. Denn Kokos ist nicht so mein Ding. Wenn das aber richtig schön fett ist, so sieht's aus, dann würde ich es für nachts benutzen. Das riecht jetzt nicht so schlimm. Es ist ganz klar, durchsichtig. Es riecht sehr süß. Pina Colada. Passt, ne? Okay, wir haben hier, aber wieso plumpet ab? Was ist denn damit drin? Lippenserum. Ich finde eigentlich, das klingt super spannend. Draw in moisture and lock it down for plumped supple lips. Das klingt tatsächlich gut. 100% veganes Serum versorgt die Lippen mit Feuchtigkeit und lässt sie dank seiner reichhaltigen Formel mit Hyaluronsäure und Kokosnussöl voller wirken. Ja, es hat einen süßen Geschmack wohl auch. Okay. Ich werde es austesten. Wenn es nicht zu krass nach Kokos schmeckt oder riecht, finde ich das ganz cool. Ein Lippenserum für die Nacht. Ja, vor allem nachts mache ich mir halt Fettprodukt auf die Lippen, damit die über Nacht schön mit Feuchtigkeit versorgt werden können. Tagsüber ist das ja manchmal ein bisschen unpraktisch, wenn die, also ich mache mir jetzt keine fette Creme tagsüber auf die Lippen. Das ist halt unpraktisch, ne? So, dann haben wir als nächstes eine Maske, Doctor's Cosmeceutical, meine Güte, eine Brightening Sheet Mask. Schaut mal, 15 Minuten soll die drauf bleiben. Die ist an der Seite so eingeritzt, was ich super mag an Masken. Mittlerweile haben das, glaube ich, viele, ne? Also wenn eine Maske nicht mehr, also gar nicht an der Seite eingeschlitzt ist oder so, ist schon seltener. Wir haben hier eine Maske für Geschmeidigkeit und verleiht einen Glow-Effekt mit Enzymen, die gezielt gegen Anzeichen von Hyperpigmentierung wirken. Ja, Whitening halt. Also es soll quasi Hyperpigmentierung, also Flecken ist jetzt so das einfachste Wort, was mir einfällt, entgegenwirken mit Enzymen. Steht denn hier was für ein vegane Formel, das ist schon mal gut. Also es soll aufhellend wirken. Ich finde hier nichts, das gibt es ja gar nicht. Ist schon schade, ne? Also wenn ich euch jetzt was darüber erzählen möchte, muss ich auch wissen, Niacinamide sind drin. Ja, das passt ja. Rosmarin Extrakt, aber das... Okay, ich kann euch leider nicht viel erzählen, wenn ich nicht viel Inhaltsstoffe sehe. Das tut mir leid, aber ich werde die ausprobieren. Eine aufhellende Gesichtsmaske, Sheetmaske. Mal schauen, wie aggressiv die ist. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich nicht so stark wirkt
und nicht so sehr aggressiv ist auf der Haut, weil es eine Sheetmaske ist. Das wird nicht so hochkonzentriert sein, aber ich werde berichten. Dann haben wir was Kleines Feines von Downton Paris. Blush 2 in einem. Cheeks and Lips. Sehr schön. Downton Paris, also ein Blush, das ihr auch für die Lippen benutzen könnt, in der Farbe. Gibt's nicht? Farbe gibt's nicht. Rosig-cremiger Blush, das die Wangenknochen hervorhebt und die Lippen leicht für einen natürlichen Look und frischen Teint. Da fehlt irgendwie ein Wort. Aber gut. Bitteschön. Also, das ist quasi ein 2-in-1-Produkt. Ist so eine ganz einfache Öffnung. Müsst ihr also sehr vorsichtig sein mit der Dosierung. Da kommt es raus. Oder kommt Öl mit? Seht ihr das? Okay, wartet mal. Ja, das seht ihr ganz gut. Das ist sehr ölig. Oh, und lässt sich komplett wegblenden. Okay, also da kann man dann doch mehr Produkt nehmen, weil da ist jetzt gar nichts passiert. Werde ich auch austesten. Also eine Farbbezeichnung haben wir gar nicht, aber das testen wir mal aus. Ne? An sich ist das ja echt was Praktisches. Mag nicht jeder. Ich weiß, dieses im Asam-Produkt, was auch für Lippen und, ne, genau, Lippen und Wangen ist, das mag nicht jeder, weil man quasi mit dem Finger in das Produkt reingeht. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ne? Das ist ja mein Gesicht. Ich kann meine Hände danach waschen und ich finde das gar nicht so übel. Dann habe ich den passenden Ton und es wird was Leichtes sein. Es ist halt nicht so ein krass aufgezeichneter, farbintensiver Look, sondern was Natürliches, was ich gut verblenden kann. Das werde ich durchtesten. Dann haben wir Hello Body tatsächlich. Cara Rise Anti-Ox Face Glow Drops 30 Milliliter aus der Cara-Reihe. Hello Body selbst habe ich mir noch gar nicht gekauft, oder? Doch, ich glaube, ganz am Anfang mal, da habe ich dieses Face Wash ausprobiert. Das war ein Schaum und ich mochte den Geruch gar nicht. Aber jetzt habe ich ein paar Sachen durch die Boxen tatsächlich. Also Hello Body ist irgendwie in die Boxen gewandert. Das hier ist jetzt antioxidativ und es sind Glow Drops. Created in Berlin. 2 bis 3 Tropfen auf die Haut auftragen. Bevor, ach so, ist egal wann. Okay, also vor oder nach der täglichen Pflege. Und dann machst du. Oh, wir lieben den zarten Vanille-Karamell-Duft. Da schauen wir gleich mal, wie das ist. Enthält Extrakte aus weißem Tee, Kakao und Avocado. Oxidativem Stress entgegenwirken und die natürliche Ausstrahlung empfindlicher Haut bewahren. Ist für mich gerade alles sehr schwammig, ne? Also, es ist, kann ich wie so ein Glow-Primer benutzen. Ja, es riecht ganz soft, Gott sei Dank. Also diese Kokosreihe gibt es ja auch. Das ist gar nicht meins, weil das einfach zu sehr nach Kokos riecht. Aber das riecht ganz unauffällig tatsächlich. Wir schauen mal eben. So, das ist der Schimmer hier. Okay, sehr reichhaltig. Okay. Krasser Unterschied, seht ihr es? Nein. Sehen wir nicht. Weiß ich nicht. Fühlt sich sehr feucht an. Ich würde es tatsächlich als eine Art Primer benutzen. Wobei einfach nur als Primer, da muss schon noch was drüber, ne? Also haften tut das jetzt nicht oder so. Ich probiere es aus. Mal schauen. Rise and Shine. Es passt zum Motto. Es passt auf jeden Fall zum Motto. Schimmerndes Serum mit kraftvollem Mix aus Inhaltsstoffen, die dabei helfen, oxidativen Stress zu verringern und deinen natürlichen Glow zu entfachen. Ich sehe jetzt echt keinen Unterschied. Oder? Okay, aber testen wir mal, gucken, wie es sich im Gesicht verhält, ne? Auch überhaupt, ob das passt oder ob unser Gesicht das abstößt. Kommt ja auch auf den Hauttypen an. Dann haben wir das letzte Produkt. Die Box ist leer und wir haben Three Little Words. Laughter is best. Ein Shampoo. Oh, was hatten wir da letztens? Hatten wir den Conditioner?
Wir hatten schon so ein Produkt da drin. Was in der Blissim-Box? Dann hätte ich jetzt das passende Shampoo dazu. Reinigt Haar auf sanfte Weise und pflegt. Für glänzendes, kräftigeres Haar. Feuchtigkeitsspendende Formel, die die Haarfasern neu boostet. Okay, es sind 20 Milliliter. Das ist tatsächlich eine Probe, ne? Ich weiß nicht, gibt es von Three Little Words größere Größen? Würde Sinn machen, denn das ist eine Haarwäsche. Ja, das ist für mich eine Haarwäsche. Probiere ich aus. Probiere ich aus für glänzendes Haar. Wir haben also wieder was, was Glanz erzeugt. Glow und Plump hatten wir, ne? Macht es dann noch Volumen? Feuchtigkeitsspende. Es boostet die Haarfaser, was immer das heißt. Ja, das heißt auch Volumen, oder? Okay, ich hau euch mal hier eben den Gesamtwert raus. Das lohnt sich. Wie gesagt, 16,90 bezahlt ihr mit meinem Code 11,90 €. Bitteschön. Wir starten mit neuen Produkten ins Jahr. Shampoo, gut, fein. Shampoo kennen wir alle, aber kann auch jeder gebrauchen. Die Brightening-Maske mit Niacinamiden finde ich schön, passt für den Glow und die Erneuerung. Und das neue Ich, ne? Happy Me, Happy New Me und so. Dann haue ich dieses glitzernde Serum rauf. Wobei Glitzer ist das falsche Wort. Also ich würde sagen, ist, also Glanz, Glow, ja. Dann können wir ganz entspannt die Lippen, ach, schon wieder Lippen und Wangen, genau. Lippen und Wangen mit dem Downton Paris Produkt betonen. Finde ich gut, finde ich gut. Und das Lippenserum werde ich nachts benutzen. Doch, finde ich gut. Wie finden wir die Box? Ist doch ein schöner Start. Und es sind Sachen, die wir noch nicht haben, abgesehen vom Shampoo jetzt. Also tatsächlich würde ich das auch so ausklammern. Aber die anderen Sachen, fünf Produkte haben wir insgesamt. Und vier davon finde ich echt ganz spannend und würde die neu ausprobieren. Und euch berichten. Jawohl. Machen wir auch wieder mehr dieses Jahr, ne? Berichten, austesten und darüber gemeinsam reden. Hashtag auf den zweiten Blick. Ja. Machen wir, machen wir. Das war die Januarbox von Blissim. Ich finde sie echt gelungen. Ich finde sie schön. Sie passt zum Motto. Das hat sich jemand gut ausgedacht. Das macht Sinn. Danke dafür, Blissim. Und damit starten wir ins neue Jahr. Ich bin gespannt, was kommt. Ich bin gespannt, was sich noch so entwickelt. Ob wir neue Sachen austesten gemeinsam. Ob wir Dinge wiederentdecken, die wir vielleicht vor Jahren schon benutzt haben. Und was uns alles Schönes erwartet. Schön, dass ihr da seid. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Ich antworte, ich schaue mir das alles an. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich danke euch wirklich von Herzen fürs Zuschauen und fürs Dasein einfach. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.